SuperPath, die minimalinvasive Hüft-OP. Innovative Zugangstechnik mittels Schonung von Muskeln und Weichteilen. Die Anforderungen an einen künstlichen Gelenkersatz an der Hüfte werden heutzutage immer größer. Junge Patienten, die zum Teil noch im Berufsleben stehen, erwarten eine schnelle Rehabilitation und Mobilisierung. In diesem Zusammenhang wird sehr häufig über minimalinvasive oder AMIS-Zugänge gesprochen. Wir hier im Orthopädischen Zentrum in Frankfurt haben uns für den innovativsten, mikroinvasiven SuperPath-Zugang entschieden. Die mikroinvasive Zugangstechnik SuperPath bietet dem Patienten eine äußerst schonende OP-Technik ohne Durchtrennung von Muskeln und Sehnen. Zudem werden die externen Rotatoren erhalten, die zu einer Luxationssicherheit führen. Ebenso die Gelenkkapsel, die für eine erforderliche Schmierung des Gelenkes wichtig ist, bleibt erhalten und dient zudem für eine zusätzliche Stabilität im Gelenk. Somit gibt es nach der Operation keine Beschränkung des Bewegungsumfangs und sorgt somit für schnellere Mobilisation und Rehabilitation. Ich habe Fälle gesehen, bei denen Patienten wenige Stunden nach der Operation schmerzfrei aus dem Bett aufgestanden und ohne Gehhilfen gelaufen sind. Auch während der Operation wird mir als Operateur ein übersichtliches OP-Feld geboten, sodass es mir ermöglicht wird, die erforderliche und natürliche Gelenkbiomechanik wiederherzustellen. Die Biomechanik eines Gelenkes ist für das anschließende Bewegungsausmaß, Beinlängendifferenzen und der Stabilität sowie Luxationssicherheit maßgeblich. Für mich ist es wichtig, nicht mittels Schlüssellochtechniken einen Mini-Zugang oder Mini-Hautschnitt einen optischen Vorteil zu haben, sondern das Gelenk und seine Muskel- und Weichteilapparat zu schonen. Das sehe ich bei Mini-Zugängen sehr kritisch, da mir nur ein äußerst begrenztes Sichtfeld zur Wiederherstellung der Funktionalität des Gelenkes zur Verfügung steht. Zudem können wir bei der SuperPath-Methode auf modernste Implantate, unter anderem Kurzschaftprothese, zurückgreifen. Bei besonders schwierigen und deformierten Fällen der Hüfte ist eine zusätzliche Korrektur der Biomechanik erforderlich. Auch hier haben wir die Sicherheit mittels eines modularen Systems. Sie möchten sich zu einem Aufklärungsgespräch hier im Orthopädischen Zentrum in Frankfurt vorstellen? Bitte vereinbaren Sie einen kurzfristigen Termin. Möchten Sie sich weiter mit dem Thema künstliche Gelenke beschäftigen, darf ich Ihnen eine Buchempfehlung als E-Book aussprechen: Mehr Lebensqualität mit künstlichen Gelenken.